Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part SimCity bei mir. Im letzten Part habe ich ja dieses unglaubliche Stadion gebaut. Davor der Part kam Godzilla in meine Stadt. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier machen. Warum ist das eigentlich gelb? Ich muss jetzt aber selber gucken. Ja, hier ist irgendwas los. Ja, ist 10.000 baue ich einen Eiffelturm, der wahrscheinlich eine halbe Million kostet. Ja, ich baue ja hier immer noch Öl ab. Kohle ab. Und ich habe dieses Stadion gebaut. Ich hatte eine unglaublich schöne Stadtrundfahrt mit euch gemacht beim letzten Mal. Da sind wir hier zwischen die hohen Häuser mal gegangen. Und das Stadion, da hatte ich herausgefunden, da muss man dann hier so eine Veranstaltung machen. Ah, und wenn die Veranstaltung ist, dann geht es hier richtig ab. Und damit ich die Veranstaltung machen kann, muss ich erstmal alles vorbereiten. Da geht's. Oh, was ist denn da? Wo willst du hin? Mal gucken, was da los ist. Ist auch sehr cool, dass der Krankenwagen hier in der Reihe stehen bleiben muss. Und ich hoffe, man kann mich noch hören. Ich habe am Sound so ein bisschen rumgeschraubt. Ihr müsst ja auch ein bisschen was vom Spielsound hören und nicht nur mich. Das wäre, denke ich mal, auch ganz gut. Wie schön der Krankenwagen bei Blaulicht und Sirene an der Ampel anhält, ne? Das ist so ein kleiner Fail vom Spiel. Das sind so die Kleinigkeiten. Naja. Können wir gleich mal gucken. Oh, hier ist auch fast voll. Ja, also, wenn ich dieses Stadiongedöns machen will, dann muss ich natürlich vorbereitet sein. Und viele haben mir vorgeschlagen, hey, mach doch dann am besten hier Straßenbahn bis zur Bahn oben hin. Guck mal hier, wo waren die? Hier oben, ne? Oh, was ist da? Züge in den Fahrplan aufnehmen. Muss ich da was machen? 10 Minuten? Ja, wir brauchen hier eine gute Verbindung hin. Ich muss hier irgendwie die Straßenbahn hinfahren lassen. Das wäre ziemlich cool. Das heißt, hier wird abgesägt und hier kommt eine Straßenbahn hin. Diese Straße hier lang. Also so quasi hier durch die Stadt. Das ist jetzt mein Plan. Und dann will ich hier so ein Ereignis starten. Vorher will ich das noch nicht machen, weil ich muss die Infrastruktur erstmal schaffen. Wir sehen aber jetzt gerade, dass es noch Probleme gibt. Ich soll ja auch noch, das habt ihr mir auch gesagt, bei der Kläranlage oder was, da soll ich noch was bauen. Hier ist irgendwas, fehlt nämlich irgendwas da. Hier muss ich nämlich einmal anbauen, da. Ja, hier ist nämlich dünn alles. Eine Filterpumpe soll ich nämlich unbedingt bauen, wurde mir gesagt. So, und ja, dann habe ich nämlich kein Geld mehr. 60.000 kostet mich das Ding. Die muss ich aber unbedingt machen. Wie viel mache ich denn pro Stunde? 4.500. Dann habe ich noch ein Recycling-Problem. Ach nee, das ist ja Abwasser. Ja, das läuft ja jetzt wieder. Habe ich ja hingekriegt. Ah, was ist denn hier los? Ah, wie schön das Ding pumpt, oder? So, erst wenn ich die Filteranlage habe, dann soll das nämlich alles optimal sein, wurde mir gesagt. So. Die Erde hat den ganzen Müll satt. Aha. Ich muss ein klares Schiff machen. Die Verschmutzung bewegt sich auf Rekordniveau. Es ist so laut. Stellen Sie ein Recyclingzentrum auf. Später. Das würde ich in der Nachbarstadt machen. Und dann sollen die hierher kommen und hier alles wegfegen. Finde ich. So, nehme ich mir jetzt für das Großereignis einen Credit auf. Kommen wir denn eigentlich hier klar mit den ganzen Kohlen? Müllhalde, das läuft hier. Ah, passt noch. Das Ding hier, achso, das ist mein Handelsding. Ah, das habe ich ja auch jetzt erstmal im anderen, in einer anderen. Oh, ist doch ein bisschen laut, oder? Ich mache mal doch ein bisschen leiser. Oder ist es nur für mich so laut? Ich weiß es nicht. Ich mache mal hier nochmal ein bisschen runter. Vielleicht ist das doch besser. So, anwenden. Und ich kann die Musik nicht ganz so laut machen, weil mein erstes Video wurde gleich mal ein Content-Treffer draufgegeben. Oh, UFO! Nein! Ey, jetzt kommt auch noch E.T. hier zu mir, ne? Was soll denn der Scheiß? Alter, was soll das denn bitte? Ja, die sind ja Gott sei Dank nicht genau bei mir, ne? Nein! Ah, ja, der sucht nämlich Menschen hier. Mit Einwohner sucht er. Ups. Ach, und dann ist mir noch was eingefallen, was ich will so viel machen, denn mir fallen ständig Sachen ein. Ich will diese Straße hier. Oh, ist das Gebäude jetzt wirklich? Grund nicht genug Arbeiter. Ich reiß das einfach mal ab. Ich will diese Straße hier abreißen, weil, wenn die hier weggerissen ist, werden die Gebäude größer. Glaube ich. Und, oh, dann geht jetzt einiges kaputt hier. Egal. Aber dann werden die Gebäude größer, haben die Platz.
Und die haben ja sowieso Platz von hier. Also ich denke mal, das passt. Da müssen die halt jetzt alle neu bauen. Ist jetzt auch egal. Ah, dann lasse ich die Straße gar nicht mehr lassen. So, Aliens haben eine Oma mitgenommen. Ja, schön. 68.000. Jetzt muss ich das Ding da hinten bauen. Und dann geht es nämlich hier weiter. Die Filterpumpe. So. Es regnet, ne? Regnet's? So richtig regnen? Es regnet nicht richtig, ne? Aber irgendwie schon. Oh, es ist toll, oder? Die Stadt, die eigene Stadt zu sehen, wie sie läuft, floriert. Oh, das ist geil, oder? Das sieht richtig cool aus. Aber ich muss noch mal gerade einen Filter rumprobieren hier. Ich habe, glaube ich, auf weich gestellt. Bleich. Oh, nee, das gefällt mir schon wieder nicht mehr. Was? Obwohl, ne? Ganz gut aus. Ah, die Sonne geht ab. Ja, schön. Nochmal hin und her probieren. Neutral. Was hatte ich denn? Saftig? Nee. Grüntöne, das hatte ich ja noch nie. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Gut. Wärmer. Heiß, wärmer. Nee. Ich mach's mit dem Weichen, das finde ich immer ganz schön. Oder was war auch noch gut? Was wäre denn noch schön? Bleich, neutral, weich. Leuchtend. Das ist ziemlich krass. Ich finde den Kontrast ziemlich krass. Nee. Ich mach mal wieder neutral hin. Wir lassen mal SimCity, wie SimCity ist. So, neutral. So sieht SimCity aus. So. Habe ich jetzt schon wieder irgendwas vergessen? Ich habe schon wieder 18.000 eingenommen. Was ist hier los? Unausreichend Wasser. Was? Nicht genug Wasser? Ich habe nicht genug Wasser. Was ist da los? Ist doch alles da. Läuft doch. Oh, die Feuerwehr meckert auch jetzt noch rum. Chemie, ja, das kann ich. Ich baue jetzt nicht diese Mega... Dafür müsste ich jetzt eine riesengroße Feuerwehrwache bauen, damit ich diese Chemiebrände machen kann. Also, nicht machen kann, sondern löschen kann. Oh, hier ist ja überall die Hölle los. Was will der denn? Eine Klinik und ein Krankenhaus habe ich doch. Hier, komm. Behandeln Sie noch 5 kranke Patienten. Ah, okay. Das ist so ein kleiner Auftrag. Was ist hier los? Wir können die Roherz genauso wie die verbessern, indem wir unsere Erzwerke bearbeiten. Ja, was kann ich hier machen? Da wird die Produktionsrate erhöht. Ja, das will ich aber nicht. Aber ich habe jetzt erstmal, das wollte ich ja eben noch machen. Was, warum ist das denn rot hier? Ja, das kann ich aber nicht. Oh Gott. Ja, das wird halt abbrennen jetzt. Ja, Pech gehabt. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Also, ich habe hier vor einer Weile, ihr merkt wahrscheinlich, ich bin gerade völlig durcheinander und ich mache es auch irgendwie durcheinander, aber es ist nun mal so. Ja, ich hatte hier mal so ein Depot gebaut und hier kann ich handeln. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich möchte mein Roherz gerne haben. Annahme lokaler Roherzlieferung. Da brauche ich gar kein Häkchen reinmachen, oder was? Doch. Lokal heißt von hier. So, ich möchte gerne mein Roherz hierher haben. Doch, und exportieren habe ich das doch schon gemacht. 7.500. Ich verkaufe das nämlich hier dann. Die Frage ist, habe ich es denn schon mal bekommen? Mann, Brände außer Kontrolle. Ja, es ist halt abgebrannt. Dann verkaufe ich das also doch schon. Das Erz. Bringen die das denn hier hin? Ich muss das jetzt erstmal kontrollieren. So, hier ist doch irgendwo ein Roherzlager, oder? Wenn hier Kohle ist, ist da bestimmt Erz. Kommt denn hier mal einer? Lass mal wieder langsam machen. Oh, da fährt der ICE hier, ne? Oder irgendwas.
Ja, wie sieht's denn aus hier, Jungs? Wann? Passiert hier schon wieder gerade irgendwas? Ich habe irgendwie wieder Angst. Tja. 6 von 20 Tonnen Roherz. Heute geliefertes Roherz für uns. Da! Da fährt er los. Komm, folgen. 5 Tonnen bringt er nämlich jetzt weg. So, den verfolgen wir jetzt mal. Er fährt das jetzt ins Handelsdepot wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Und da seht ihr, da ist es. Die werden nämlich jetzt demnächst verkauft und dadurch verdiene ich nämlich auch nochmal Geld. Das ist sehr gut. Ja, und damit werde ich mir jetzt erstmal hier ein Schienensystem machen. Vielleicht hätte ich auch hier... Das Problem ist, ich hatte ja eben gesagt, ich will hier die Schienen hin machen. Das ist natürlich für die Stadt gut. Am kürzesten wäre aber hier lang. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier die Schienen lang machen will, das wird nicht gehen, weil... Wenn da Gebäude dran stehen, kann man hier nicht bauen. Das ist total doof gemacht im Prinzip. Das heißt, ich müsste alles abreißen dafür und das kann ich nicht machen. Ich reiß halt nur das ab, was hier hinten ist. Ja, dann werden jetzt halt ein paar Leute rausgeschmissen aus der Stadt. Ist mir jetzt egal. So. Verlassene Gebäude. Wo? Auch hier vorne. Nicht gesund. Meckert doch nicht rum. So. Ja. Was? Der Bahnhof? So. Ich kann den Bahnhof nicht dafür abreißen. Das geht doch bestimmt auch so, ne? Oh, was ist denn hier los? So. Mache ich das hier gerade? So. Sieht jetzt... Ach du Scheiße, was ist denn da los? Nee, das geht gar nicht. Ein Konstruktionsfehler. Shit. Wie mache ich denn das am besten mal? Ach Scheiße, jetzt habe ich auch noch die falsche Straßen gebaut. Ne, ich wollte doch eigentlich was ganz anderes machen. Ja, das geht doch so nicht, Leute. Ach, jetzt bauen die hier schon wieder Häuser. Egal. Ach, da ist ein Hügel. That's the problem. Wie kann ich es denn mal machen? Ich kann dann... Ah, siehst du, das hat doch geklappt hier schon mit den Patienten. Super. Krieg ich dafür was? Nein, nur ein Haken. Ja, dann baue ich das jetzt halt so hin. Aber es ist halt auch doof. Ist das scheiße? Egal. Ist egal. Aber das kann ich halt, glaube ich, hier nicht machen. Ich muss halt... Straßen mit hoher Dichte. Achso, okay. Hätte ich gar nicht hohe Dichte machen müssen. Ja, ich kann das halt nicht weiter aufbauen. Ich kann nur abbauen. Ah gut, wenn ich hier gleich ein Depot und alles hinbaue, dann passt das schon. So. Wie kommen wir jetzt dahin? Jetzt bauen wir hier weiter. Straßenbahn. Ist das schon mit Straßenbahn? Nee. Straßenbahn ist einfach das Höchste. Kostet mich 4000 das Stück. Oh Gott. Hier rum. Hat das geklappt? Jo, jetzt biegt sie schon mal hier ab. Passt das? Ich muss immer mal wieder gucken, ob das passt. Passt das? Ich muss gucken, ob es passt. Ja. Ja, sehr logisch. Gut. Warum das hier so einzelne Abschnitte hat, weiß ich nicht. Ist einfach so. So, dann könnte man jetzt noch sagen, man geht hier vorne hin. Ist hier irgendwas hinten? Ein Busdepot? Ja, dann muss ich bis hier vorne hingehen. Ah, also das Schild ist exakt immer im Weg. Ganz toll. Gut. Ja, wenn ich schon mal so weit bin, dann gehe ich auch bis hier vorne hin. Ist hier noch irgendwas kaputt? Die sehen alle so kaputt aus hier, diese Gebäude. Ah, ihr habt ja mir auch vorgeschlagen, bau dies, bau das, nur Uni und hast du nicht gesehen? Ich glaube, ich kann nicht alles in dieser Stadt hier bauen. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal das dran. Oh Gott, der Strom, der Strom.
Reicht die Kohle nicht? Die Kohle reicht. Ich muss hier noch bestimmt anbauen, muss ich hier. Woran sehe ich denn das? Erstmal hier so machen. Aha, jetzt hat er wieder Kohle. Ja, der braucht mehr Power, oder? Wie viel kann der denn machen? Ich raff's gerade nicht. Woher weiß ich denn jetzt, dass der ausgelastet ist oder ob der Kohle braucht? Kohle braucht er nicht, also ist er ausgelastet. Okay. Gut, Mittel. Das müsste ich noch erforschen. Was ist hier der Unterschied? 8,6 Tonnen, 75 Megawatt, 75 Megawatt. Der hat nur eine niedrige, mittlere Verschmutzung. Na gut. Dann sollte das jetzt aber reichen. Gut, das reicht. Vielleicht sollte ich diesen einen Schornstein abreißen und nochmal so einen anderen dahin bauen. Was kostet der? 15.000, das geht. Nee, ich lass jetzt erstmal. Ich will jetzt eine Straßenbahn bauen. Damit die großen Einnahmen über das Stadion kommen. So, immer diese Grafikbugs. Boah, hier ist schon wieder irgendwas nicht in Ordnung, ne? Was denn? Warum? Was ist da los? Das Ding ist überlastet. 40.000 schon wieder weg! Ich hab doch eben erst so ein Ding gebaut. Ja, spült alles schön. Ihr seid so dreckig. Boah, krass. Hier, das höchste Gebäude der Stadt steht jetzt neu. Hier. Oder ist das höchste? Steht da dran? Gewerbe. Lügner. Immo. Sehr cool. Cool, das ist ein Gewerbeflächending hier, ne? Hier auch nochmal schöne, große Gebäude. Ja, so, läuft das jetzt wieder? Läuft, ne? Ja, ihr seht, es gibt ein Problem nach dem anderen. Ich hätte auch mal gern wieder Tag. Ich hasse es nachts. Ich hasse nachts. So. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, das wird ja jetzt hoffentlich hier mal langsam wieder ausgepowert. Oh Gott. Jetzt schließen sie sich wieder an. Ja, ich muss da noch einen dran bauen. Ich reiß diesen einen Turm ab jetzt und dann mach ich... Ja, 300 Touristen, yeah! So, Mittel. Achso, okay. So. Wie sieht's denn jetzt aus hier? Bisschen hier Geschwindigkeit. Jetzt möchte ich aber, dass der hier ins Grüne reingeht. Benötigt. Achso, hier steht das nochmal. Da ist ja eine knappe Nummer. Dann machen wir noch so ein Ding dahin. Das Ding ist jetzt voll. Vor allen Dingen geht der Wind schön Richtung Stadt. Herrlich. Gut, also wenn ihr jetzt noch meckert wegen Strom, dann weiß ich es nicht. Ist halt scheiße, ne? Hast du keinen Strom? Was wollen die hier? Mehr Arbeiter. Wir brauchen mehr Arbeiter. Oh Mann. Naja, ich muss jetzt erstmal vorankommen hier. Das geht überhaupt nicht voran. Ihr merkt es schon, oder? Alter, hier Straßenbahn. Habe ich gar kein Geld für. Aber ich mache 8.000 die Stunde. Hier, machen wir das mal höher. Ich nehme jetzt mal mehr Geld ein, einfach. Sind zwar alle unzufrieden, aber egal. Ich nehme mehr Geld ein. 9.000 die Stunde. Vielleicht muss ich einen Kredit dafür aufnehmen. Wie sieht's im Krankenhaus aus? Da ist doch gar keiner da. Krankenwagen 6. Kann mir keiner erzählen, dass denen hier schlecht ist. Boah, Keime, ne? Das muss kein Mensch verstehen. Ich verstehe das nicht. Überall Verschmutzung. Und wo sind Keime? Also da, wo Verschmutzung ist, ne? Keimquellen, ja. Na, wo der Wind halt herkommt. Hier so schön in die Richtung. Aber was ist das hier? Bodenverschmutzung. Ja, okay.
Ja, kann ich auch nichts machen. Sieht man irgendwo, wie gesund die Leute sind? Zufrieden sind sie alle. Was ist hier los? Wir müssen demnächst raus. Was? Ihr habt. Wir suchen hier Jobs. Wir haben so viele Jobs in dieser Stadt und ihr wollt. Ihr habt kein Geld. Was ist da los? Da! Geht hier hin! Ihr seid so bescheuert. Genauso hier. Und die heulen hier hinten rum. Wir haben kein Geld mehr. Warum nicht? Leute, zu viel. Wo kommen jetzt bitte 78.000 her? Kann mir das mal einer erklären? Ich kriege hier 7.500. Wo kommt das Geld her? 33.000 die Stunde. Saugeil. Das ist bestimmt durch diese Verkäufe da, ne? Ah, herrlich, ich bin reich. So, jetzt wird aber gebaut hier. Nein, das passt da nicht hin. Scheiße. Das Ding passt hier nirgendwo hin. Warte mal, hier, warte mal, wenn ich jetzt noch anbaue, da brauche ich wieder mehr Platz für, ne? Passt das da? Ich will das nämlich nicht neben meine Villa bauen. Versteht ihr? Ja, hier kannst du es auch nicht hinbauen. Das muss ja hier hin im Prinzip. Oder ich muss hier hinten alles ab. Das kann ich auch nicht machen. So viel Lärm. Tja. Das ist das Problem, wenn man jetzt hier baut. Doch, da, auf der anderen Seite soll ich dann noch irgendwas hinbauen im Prinzip, oder was? Ja gut, dann wird halt ein bisschen Gewerbe dran, Industrie dran glauben müssen. Was denn hier mit? Ich will hier hinbauen, hier. Hey, dieses Schild muss weg. Ah! Ich will nur das Schild abreißen und nicht das Stadion, so. So will ich das nämlich haben. Perfekt. So. Petition zum Bau genehmigt. Was haben wir jetzt hier? Haltestellen? Straßenbahnschienen. Einfach so, wenn man sie einfach so irgendwo hin... Ah, okay. Interessant. Dann baue ich mal ein paar Haltestellen hin. Hier direkt am Stadion ist zum Beispiel sehr wichtig. Da. So. Oh, hier erstmal eine hier. Machen wir mal hier oben in die Ecke eine. Ich meine, hier oben wird es ja noch nach links ein Stück gehen. Geil wäre eigentlich, wenn ich es bis hier hinten durchziehen würde. Dann müsste ich halt einige Gebäude abreißen. Damit ich da in der Innenstadt auch was habe. Naja. So, und ganz wichtig hier hinten, dass hier die Anbindung ist. Das will ich ja haben. So, dann machen wir hier eine hin. Ja. Naja, und mehr kann ich jetzt erstmal nicht machen. Macht ja keinen Sinn. Oh, hier vorne noch. Wozu auch immer. Ich mach's einfach. So. Hier gleich nochmal so ein Depot hinbauen. Ach, siehst du, das passt doch perfekt. Da, zack. 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 150.000! Ich kann das Geld gar nicht mehr ausgeben. Vielleicht baue ich doch nur Uni noch. Überfüllt. Ich habe hier euch jetzt alles hingeschickt. So. Ich fühle mich irgendwie gewappnet jetzt für so ein Geschichtengedöns hier. 37 Minuten. Ich brauche noch ein Busdepot. Dann fühle ich mich erst gewappnet. Busse. Habe ich hier auch. Park and Ride habe ich ja auch einiges, ne? So ein Busbahnhof könnte man auch noch bauen. Tja. Aber nicht jetzt und nicht hier. So. Gibt es hier eigentlich eine Quick-Taste, dass ich das nicht jedes Mal da reinziehen muss? Das nervt immer voll. So, mehr geht nicht? Oder habe ich kein Geld mehr? Nö, war es schon wieder. Ach, das war's. Mehr Busse kann ich nicht bringen. So, 13.000 Leute. Wie viel habe ich eigentlich Einwohner? 68.000. So, jetzt will ich aber mal hier endlich... Oh mein Gott, Max ist mein... Ah, meckert ihr mal den ganzen Tag. Zu viele Keime. Ey.
Kann mir einer mal in den Kommentaren schreiben, wie ich diese Keime loswerde? Außer, dass ich das Kraftwerk abbaue vielleicht. Ich habe doch extra hier diese Keimzentren gebaut. Hier, Wellnesszentrum. Schickt einen Wellnesswagen zum Wohnhäusern der Stadt, hilft den Sims beim Putzen und entfernt dabei einige der Keime, die Krankheiten verursachen. Vorbeugen ist besser denn nachbeugen. Siehst du. Ein Toter pro Tag, das geht doch. Katsching, 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 katsching. Tja, warum geht das hier nicht? Wie weit weg kann ich denn das Ding bauen? Mehr geht nicht. So. Ja. Sorry, dass ich zu nichts komme. Hier, alles wird gebraucht. Oh mein Gott. So. Okay.